geknüpft. Geil. Aber Public Brother fand ich sehr, sehr anstrengend. Und ihr macht jetzt so richtig Party heute. Wir zwei rocken jetzt mal. Auf jeden Fall. Wir gehen gleich auf die Tische und dann gibt's ordentlich Gas. Ja. Servus miteinander, hier ist der Tom und neben mir im Käfers, one and only, Georgina, hallo. Servus Georgina, grüß dich. Georgina, sag mal, was hat dich denn auf die Wiesn verschlagen? Du, mich verschlägst jedes Jahr auf die Wiesn, weil ich liebe die Wiesn, ich liebe das Oktoberfest so sehr. Und deswegen komme ich jedes Jahr hierher. Und letzte Woche war ich total traurig, dass ich verpasst habe wegen Big Brother. Und jetzt bin ich da und ich freue mich total. Du, sag mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja? Hier kannst du das nochmal anvertrauen. Promi Big Brother. Promi Big Brother. Wie viele Tage warst du jetzt drin? Erzähl mal. 4 Tage drin. Und wirklich, also es war wirklich sehr anstrengend. Ich habe jede Stunde gesehen, um da rauszukommen. Es war sehr, sehr anstrengend. Würdest du das dann nochmal machen? Würdest du nochmal einen Container ziehen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich würde mal ins Dschungelcamp gehen. Ins Dschungelcamp würdest du nochmal gehen? Ja, aber Promi Big Brother fand ich sehr, sehr anstrengend. Welche Prüfungen fandest du schlimmer? Prüfungen. Ich habe ja im Dschungelcamp habe ich ja 10 Prüfungen gemacht und Promi Big Brother nur eine. Deswegen war die im Dschungelcamp definitiv schwieriger. War doch ein bisschen langweilig dann für dich, oder? Ja, es war ein bisschen, ich habe genau das Problem. Du sitzt jetzt halt noch rum, machst nichts und das ist halt mega langweilig in der ganzen Geschichte. Was ist denn da im Badezimmer passiert? Hast du wirklich geknutscht mit Manuel? Ja, natürlich habe ich geknutscht. Geil. Natürlich. Und? Würdest du es nochmal tun? Nein, ich würde es nicht nochmal tun, weil er hat sich danach nicht korrekt verhalten und das hat sich jetzt ergeben. Das ist ein Ex. Wie fandest du es eigentlich, dass Pamela Anderson eingezogen ist? Also ich fand es ganz toll, dass Pamela Anderson eingezogen ist und ich habe sie aber nicht persönlich im Haus kennengelernt danach. Und wir waren halt so hinten backstage und sie war so nett, kam auf mich zu, meinte so, hi, how are you? Und hat sich mir vorgestellt, das fand ich sehr, sehr sympathisch, ganz toll. Sag mal, jetzt hat ja Jenny Elvers gewonnen. Sie ist ja auch über den Alkohol hinweg. Ja. Findest du das gut, dass sie gewonnen hat? Ja, ich finde, Jenny hat gewonnen zu, also sie hat Jenny hat es echt verdient zu gewinnen. Und ich habe ihr auch ganz herzlich die Daumen gedrückt, weil ich habe mir gewünscht, dass sie gewinnt. Mal. Ehrlich, weil sie ist eine ganz sympathische Frau, die ist ganz, ganz toll. Und ich habe es echt, das hat sie verdient. Und jungstechnisch, die Schleife, da hast du ja heute links gebunden. Bedeutet ja, du bist Single. Ja. Georgina, sag mal, wie muss denn ein Traummann aussehen? Mein Traummann muss blaue Augen haben. Warte. Oder grüne Augen, helle Augen. Ich wünsche mir blaue Augen. Also ich finde dich schon sehr hübsch, muss ich sagen, ja? So, ich würde also sagen... Er ist schon ein vorbildlich schöner Mann. Georgina. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen... Blonde Haare und mit dem Outfit, also top. Wir passen auch ganz es gut geht zusammen. Es geht auch viel um Style. Es geht auch viel um den Dresslook. Ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach das Interview, machen hier noch ein bisschen Party und den Rest kann man aus der Presse lesen. Ja. Linda, meine Freundin! Hallo Linda! Ich bin auch die deutsche Barbie. Du bist die deutsche Barbie? Ja. Und meine beste Freundin in München. Und ihr macht jetzt so richtig Party heute? Wir zwei rocken jetzt zusammen, auf jeden Fall. Wir gehen gleich auf die Tische und dann gibt's ordentlich Gas.